Okay, herzlich willkommen zu Modul 1, innere Ordnung schaffen mit Leichtigkeit. Und jetzt kommt die versprochene, peinliche Geschichte, passend zu unserem Kongress Scham und Würde. Gell, da ist ja das Thema. Und zwar war ich Berufsanfängerin, zwar meine erste Stelle, in einer Mutter-Kind-Kurklinik, also mit sehr viel psychosomatischem Klientel, auch Kinder dabei. Und ich war gerade 23 und die Frau beim Arbeitsamt hatte mir noch gesagt, in Deutschland oben, ich kann Sie nicht vermitteln, Sie sind viel zu jung. Das war mir im Kopf. Oh Gott, ich passe nicht. Da habe ich diese Stelle doch bekommen und der Chefarzt mochte mich überhaupt gar nicht. Der hat tatsächlich zu den Klientinnen und Klienten gesagt, zu Frau Hüllmann können Sie nur Ihre Kinder schicken. Die ist ja selber noch eins. Ja, also heute sagt man Mobbing. Damals war das einfach das Pech einer Berufsanfängerin. Und ja, wie das halt so ist, als Berufsanfänger bekommt man nicht gerade die beliebtesten Klientinnen und Klienten, sondern eben diejenigen, die die anderen Psychologen nicht so gerne haben wollten. Das wurde dann immer schnell verteilt. Und es kam eine Dame zu mir, die keiner haben wollte, weil es hieß, die ist schwierig. Oh, die beschwert sich immer und die ist immer dramatisch und sehr anstrengend und fordernd. So, okay, die Frau kam, ich mit diesem Hintergrund, dass ich mega unter Druck stand, um mich zu beweisen, also Probezeit, gell, gerade angefangen quasi. Und die Dame kam nun und ich saß dann in meinem Büro, hatte so ein Tischchen, sie saß mir gegenüber und wie erwartet fing die an zu meckern, zu schimpfen, sich zu beschweren über das Personal, über die Klinik, über das Wetter etc. etc. Und plötzlich fängt die an zu weinen. Die Tränen schossen ihr aus den Augen. Das Make-up rann aquarellartig ihr Gesicht runter. Also es war wirklich dramatisch. Ich war geschockt. Ich war ja noch gar nicht mit Techniken so ausgestattet wie jetzt. Und habe gedacht, Mist, ich habe keine Taschentücher. Aber die Putzfrau hatte, und ich denke, es war kein Zufall, es gibt ja keine Zufälle, eine Klopapierrolle in meinem Bücherregal stehen gelassen. Fragt mich bitte nicht, wie diese Klopapierrolle in mein Bücherregal gekommen ist. Sie war da. Ich habe die intuitiv quasi gegriffen, zwischen uns auf den Tisch gestellt und sie angespannt angeguckt. Die stockt, guckt mich entsetzt an und sagt, finden Sie, dass ich Ihnen Scheiße erzähle? Ihr könnt euch vorstellen, ich war so verkrampft. Ich habe nur gedacht, oh Gott, wie rette ich diese Situation? Und die sieht mein Gesicht und lacht sich kaputt. Die hat so gelacht. Und ich auch. Ich konnte mich auch nicht mehr halten. Wir haben dann also wirklich einen 10-minütigen Lachkrampf gehabt. Tränen aus den Augen. Also, und jedes Mal, wenn wir weiterarbeiten wollten, uns angeguckt haben, ihr wisst, wie das ist. Gell? Wenn man einmal in so einem Lachflash ist, man kommt nicht mehr zur Ruhe. Wir haben wirklich die ganze Stunde durchgelacht. Es war kein normales Gespräch mehr möglich. Ich hatte hinterher Bauchschmerzen, so ein Muskelkater. Und die Stunde war um. Wir haben uns dann verabschiedet. Sie wollte unbedingt die nächste Sitzung, gell? Also so schnell wie möglich. Eröffnet die Tür und meine Chefin, also leitende Psychologin, lief gerade am Gang entlang, sieht die, Tränen überströmt, am Lachen, am Kichern, mit einem langen Klopapierfetzen hinter sich her, guckt mich an und sagt, wie hast du das denn gemacht? So eine Veränderung. Da habe ich gesagt, mit Klopapier. Und da ist mir was bewusst geworden. Die Technik gab es noch nicht. Also nicht soweit ich wusste damals. Mir ist klar geworden, dass einiges Schweres mit ganz viel Leichtigkeit viel leichter in Veränderungsmodus kommt, also in die Transformation, als wenn wir versuchen, so schwer und so ernst wie möglich daran zu gehen. Und das war eigentlich auch der Moment, wo ich so ein bisschen Selbstvertrauen gefasst habe. Okay, Ina, du darfst da mit deiner Leichtigkeit rein, weil ich bin vom Typ her so. Und mir fällt Schwere unheimlich schwer und Leichtigkeit fällt mir halt leichter. Das geht nicht nur mir so übrigens, sondern vielen anderen auch. Aber ich habe die Erlaubnis. Und das wäre meine erste Frage an euch. Es geht um Legitimation. Das habe ich oft bei Modul 1 am ersten Tag, deswegen sage ich es euch gerade frisch raus. Fühlt ihr die Legitimation, leicht sein zu dürfen, bei eurem Job Spaß haben zu dürfen und ja, vor Lebensfreude überzuquellen? Ich übertreibe jetzt ein kleines bisschen, aber ich meine
vom Ansatz her habt ihr, fühlt ihr diese Legitimation. Das ist brutal, dass ich das überhaupt sagen muss, gell? Ja? Auch schon ist, oder hier und da passiert mir, dass die Leute dann mir sagen oder mir zu verstehen geben, dass sie sich nicht ernst genommen fühlen, Stichwort. Wenn ich mit ihnen lachen möchte. Oder? Genau, ja, das ist das Stichwort, da steige ich jetzt nicht ein, sondern morgen. Ich spanne wieder auf die Folter, gell? aber exakt das habe ich mir in der Wissenschaft mal angeguckt, ob das stimmt. Oder ob Leichtigkeit nicht ein erweiterter Bewusstseinszustand sein könnte, denn im Buddhismus wird es so gesehen, und ich glaube in der Yogi-Philosophie auch, und so weiter und so weiter, mit dem wir intensivere, schnellere, wirksamere Transformationsprozesse anleiten können, als wenn wir in der Schwere sind. Ja, das machen wir morgen, also Thema Leichtigkeit. Heute geht es erstmal um die Basics vom Coaching. Also was ist Coaching? Der Begriff kommt aus dem Englischen, heißt Kutschewagen, Coach. Und es ist ein Fortbewegungsmittel, um von einem Ist-Zustand zu einem Zielzustand zu kommen. Also A ist unerwünscht, der Ist-Zustand. Der Klient kommt und sagt, will er nicht mehr. Und B sollte tunlichst ein vom Klienten definierter Zielzustand sein. Nicht vom Coach, logischerweise, sondern der Klient definiert den. Der Coach ist nicht der Gaul, der die Kutsche zieht. Ganz wichtig. Das habe ich oft erlebt, dass Leute sagen oder Kollegen sagen, boah, ich habe fast einen Burnout, so anstrengend, ich habe so anstrengende Klienten. Und da ist mir klar geworden, okay, wir sind nicht das Pferd vor der Kutsche. Wir können nicht die ganzen Kutschen unserer Klienten ziehen, die ganzen Koffer tragen. Ja? Sondern es muss einen Weg geben, wie wir es schaffen, den Klienten in einen optimalen Veränderungsraum einzuladen. Ich nenne es mal Bewusstseinsfeld Leichtigkeit, wo er sich optimal auch in seinen Transformationsprozess, also da einsteigen kann. Und gleichzeitig wir frei, ich will nicht sagen von Arbeit und Anstrengung, aber wir ziehen nicht die Kutsche des Klienten. Wir gehen nicht mit unserer Energie da rein und fangen an, uns anzustrengen, sondern wir bleiben entspannt bei einer Tasse Tee, gell, die ist jetzt leer, und genießen selber diese Leichtigkeit. Und das ist für mich eigentlich der optimale Zustand, um Transformationsprozesse, es geht nicht um Tempo, aber zu beschleunigen, wirksamer zu machen, zu intensivieren, auf den Punkt zu bringen. Und die Wissenschaft bestätigt mir das. Und das finde ich eben noch spannend. Die Neuroforschung und die Wissenschaft, also alles, was ich hier recherchiert habe, bestätigt, dass es besser ist. Ich sage immer, oder die wichtigste Frage ist, macht es Sinn, was wir machen? Meine Frage an euch wäre dann, macht es Sinn, dass wir weiter in der Schwere arbeiten? Aus Sicht der Wissenschaft macht es keinen Sinn, weil es dauert einfach länger und ist schwerer. Ich habe hier noch einen kleinen Film für euch zum Thema Coaching. Ich lasse es mal einfach laufen, kommentarlos. Das ist die Situation, in der jemand in einem Stuck State, würde man im NLP sagen. Ich mag es noch, das NLP, also ich habe mich damit auch intensiv beschäftigt, weil es so schön formelhaft ist, so schön anwendbar. Aber dieser Stuck State, das nennen wir heute Problemtrance. Das heißt, jemand hat so eine Tunnelsicht durch eine selbstinduzierte Hypnose, man sagt so Hamsterraddenken dazu, dass er die vermeintlich naheliegendste Lösung nicht sieht oder überhaupt nicht drauf kommt, mal einen Schritt vor den anderen zu setzen und da selber zu laufen. Und das Schlimmste ist, wenn dann noch jemand kommt als Reparateur, gell? Oder als jemand, der da als Coach sagt, pass auf, ich sag dir, wie es geht. Ich repariere dir das. Ja, das ist vom Grunde her, ja, hypnosystemisches Coaching, es ist eine relativ lange Definition. Ich habe mal versucht, so viel wie möglich reinzupacken. Menschen in Entwicklungsphasen und Krisen begleiten, eingeengte Perspektiven und das Bewusstsein erweitern. Damit beschäftigen wir uns im Fokus morgen mit verschiedenen Bewusstseinszuständen. Also Unterbewusstsein, da haben wir verschiedene Trance-Tiefen, sagen wir dem. Und wir haben aber auch im Bereich des, ich sag mal, höheren Bewusstseins bestimmte, ja, ich sag mal, Stufen oder bestimmte Ebenen. Das ist sogar messbar. Das können wir messen, aber ich will heute nicht zu viel darüber erzählen. Es geht darum, den Klienten in die innere Stabilität, und das bedeutet Ordnung, Struktur zu bringen. Die meisten Klienten, die vollkommen aufgelöst kommen, sind tatsächlich auch innerlich aufgelöst. Die haben
keine Strukturen mehr, kein inneres Geländer mehr, an dem sie sich festhalten können. Und das schaffen wir im Coaching. Das ist das Erste, was wir machen. Kontinuierlich die Selbstwirksamkeit stärken. Also immer wieder den Klienten zum Spezialisten machen. Dann geht es darum, nicht nur um Techniken. Wir haben großartige Techniken. Also die Hypnosystemik in der Kombination Hypnotherapie nach Erikson plus Systemik. Ich habe dann noch die antikpsychologischen Modelle mit reingenommen, einfach weil die auch hochwirksam sind. Da haben wir wirklich fantastische Techniken, um Transformationsprozesse zu begleiten. Aber das Wichtigste ist eigentlich die innere Haltung. Ist genauso wichtig. Würdigung, Wertschätzung auf Augenhöhe. Weil nur so können wir den Klienten in die Selbstwirksamkeit bringen. Wir fokussieren den Klienten auf Ressourcen, Fähigkeiten, Lösungsmöglichkeiten. Blockaden und Symptome werden immer als, jetzt kommt das Wort, dysfunktionale Lösungsversuche. Ich sage, das sind sehr funktionale Lösungsversuche. Also das sogenannte Sabotagemuster oder die Blockade macht exakt das, was sie soll. Sie legt den Klienten lahm. Wir wissen bloß nicht, warum. Wenn wir herausfinden, was das soll, warum die Blockade, warum das Sabotagemuster so sabotieren muss, dann finden wir die Funktion und dann können wir es anders einlösen. Dann können wir da in einen Transformationsprozess gehen. Und diese Kommunikation mit Sabotagemustern klappt nur, überhaupt nur, wenn wir würdigend daran gehen, das Symptom einladen zu uns. Ich nenne es jetzt mal Symptom oder Muster und nicht versuchen, was wegzukriegen. Und das ist auch das Schöne an der Hypnosystemik. Wir versuchen gemeinsam mit Blockade, Symptomen und was da noch alles auftaucht, etwas hinzukriegen im Team, statt was wegzukriegen. Und das ist auch ein großer Sprung so im Denken, gerade auch manchmal für Mediziner, weil ihr habt gelernt, was wegzukriegen. Gell? Also da geht es darum, was rauszuschmeißen aus dem System mit allen möglichen Techniken, die Medizin zur Verfügung hat. Wir holen das wieder rein. Also wir unterhalten uns mit der Sucht oder mit dem Kopfschmerz oder was auch immer. Geil? Und würdigend. Also bei jeder Intervention die größte Umsetzungskraft des Menschen nutzen, und das ist das Unterbewusstsein. Das ist unsere größte Umsetzungskraft. Und Verbindung zum unbegrenzten Ozean an Möglichkeiten schaffen. Das ist so eine Metapher, die ich ganz praktisch manchmal finde. Ja, was ist nun dieses Unterbewusstsein? Alle arbeiten damit, keiner weiß, was es ist. Definition habe ich nicht gefunden. Aber Bilder. Es gibt in der antiken Psychologie großartige Metaphern. Die antike Psychologie, also ob ihr jetzt Buddhismus nehmt oder alte Veden, Indien oder Yogi-Philosophie, es gibt auch die Hermetik im westlichen Bereich. Man sagt, das Unterbewusstsein wirkt im Verborgenen. Wir erleben nur die Wirkung, die Auswirkung. In der antiken Psychologie sagt man, das Unterbewusstsein arbeitet hinter dem Schleier. Das ist eine Metapher hinter dem Schleier dafür, dass wir es nicht bei der Arbeit beobachten können. Wir können das nicht sehen. Es ist komplett eine andere Ebene. Es arbeitet in Bildern, Metaphern, Gefühlen, Symbolen, Geschichten und nicht logisch. Wir können mit dem Verstand geeignete Suggestionen oder auch Imaginationen erzeugen und setzen im Unterbewusstsein, also platzieren, um eben entsprechende Wirkungen zu erzielen, also das Unterbewusstsein quasi in Bewegung zu bringen. Und der Verstand ist genauso wichtig. Also der Verstand kann lernen, das Unterbewusstsein zu bedienen. Und es ist nicht so, dass wir mit dem Verstand vollkommen ausgeliefert sind, aber wir müssen die Sprache des Unterbewusstseins lernen. Es reicht nicht, wenn jetzt ein Angstpatient sagt, ist ja Blödsinn, dass ich Angst vor Spinnen habe, die sind ja so klein, ich höre jetzt auf damit. Funktioniert nicht, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Die Angst wird bleiben, weil die Angst auf unterbewusster Ebene wie ein Muster verankert ist. Und dann müssen wir auch auf unterbewusster Ebene natürlich arbeiten. Aber der Verstand ist auch derjenige, der unheimlich hilfreich ist, wenn es um Strategie geht. Also unsere Logik ist gleichwertig wie das Unterbewusstsein, genauso wichtig.
Ja, wir sollten beim Unterbewusstsein ein Grundprinzip des Lebens verstehen. Man sagt dazu ein hermetisches Gesetz. Ursache, Wirkung. Wir setzen die ganze Zeit in unserem Leben Ursachen. Alles, was wir tun, auch was wir denken, sind Ursachen, die wir platzieren im Unterbewusstsein oder sogar in der Realität draußen. Aber manchmal platzieren wir eigentlich Ursachen, wo wir die Wirkung nicht wollen, weil wir uns das nicht überlegen. Wir erkennen dann an den Wirkungen auch, welche Ursachen vorher gesetzt wurden. Das ist ein Gesetz, wie die Schwerkraft. Also wenn wir aus dem Fenster springen, hier Souterrain wird nichts passieren. Aber wenn wir aus dem 5. Stock aus dem Fenster springen, fallen wir runter. Das ist ein Gesetz. Wenn ich bestimmte Ursachen setze oder nicht setze, oder auch nicht setze, werde ich eine entsprechende Wirkung erzielen. Das ist genauso wie die Schwerkraft. Und deswegen nützen auch diese ganzen Wünsche ans Universum nichts. Weil, setz mal die Ursachen dafür. Du kannst dir nicht einen Parkplatz wünschen, also es macht keinen Sinn, wenn du nicht mal ein Auto hast. Ja? Also dann kauf erst mal ein Auto und fahr los damit. Und dann kannst du mit deinem Unterbewusstsein eventuell an solchen Zielen arbeiten, aber vorher macht es keinen Sinn. Oder, wenn man beruflich etwas erreichen will, muss man sich erst mal überlegen, wo will ich hin? Muss erst mal eine Richtung haben. Das ist schon mal die erste Ursache. Viele rennen los und wissen gar nicht, wo sie wirklich hinwollen. Und ärgern sich dann hinterher, dass sie irgendwo anders angekommen sind. Ja, das Unterbewusstsein ist wie ein Computersystem. Ihr gebt oben was ein, in der entsprechenden Sprache möglichst, also Metaphern, Symbole, Bilder, Imaginationen. Und unten kommt das Ergebnis raus. Was ihr oben eingegeben habt, kommt unten raus. Also darf man sich dann nicht ärgern. Gell? Wenn man oben nur Sachen eingibt, die man eigentlich gar nicht will. Ich mache mal ein Beispiel. Ich bin zu dick, ich bin zu doof, ich bin zu sonst was. Irgendwie solche Gedanken. Dann kommt unten das Ergebnis raus. Weil der Computer kann nicht unterscheiden, ist es gut für mich oder schlecht für mich. Jede Suggestion wird wie bei einer fleißigen Sekretärin oder einem fleißigen Sekretär im Unterbewusstsein platziert und da ausgebrütet, könnte man sagen. Wie so ein Huhn ein Ei ausbrütet. Und dann schlüpft da irgendwas raus. Irgendwann später. Das ist dieser unsichtbare Bereich. Wir wissen nicht, wie es geht. Hinter dem Schleier. Aber wir sehen ganz klar Ursache, Wirkung. Die Suggestion, die platziert wird, da kommt ein entsprechendes Ergebnis bei raus. Egal, welche wir nehmen. Das funktioniert. Das Unterbewusstsein hört bei eurer Denkarbeit, beim Denken, pausenlos mit. Jetzt zucken einige zusammen und denken sich, oh weia. Wir machen heute Nachmittag eine Übung dazu, dass ihr euer Denksystem bzw. euer Denken so ein bisschen sortieren könnt. Was gebe ich da eigentlich an Suggestionen ein? Durch meine Hamsterräder. Wir haben ja alle so typische Hamsterräder oft. Das sind massive Suggestionen. Und das wäre gut, da mal drauf zu gucken, was man da alles so eingibt. Ja, das Unterbewusstsein hört pausenlos mit, kann nicht unterscheiden zwischen guten und schlechten Suggestionen. Das müsst ihr mit dem Verstand machen. Da kann das Unterbewusstsein auch nichts dafür. Man könnte auch sagen, das Unterbewusstsein ist wie ein Garten und ihr seid die Gärtner. Das ist ein schöneres Bild, finde ich, als das mit dem Computer, weil da auch noch diese Zeitkomponente mit drin ist und weil es lebendig ist. Ihr könnt euch überlegen, ihr habt da einen wunderschönen Garten. Eigentlich ist der unbegrenzt. Das weiß man bloß jetzt noch nicht. Jetzt sieht man da so eine Grenze. Und ihr könnt euch überlegen, was für einen Garten wollt ihr haben? Wollt ihr da Rosen pflanzen oder Apfelbäume oder Kräuter? Wir haben gelernt, leider, es dem Zufall zu überlassen. Und da schmeißen dann von außen Leute irgendwelche Samen, die wachsen rein. Also Brennnessel und Löwenzahn ist auch sehr gesund, ja. Ich sage ja nichts dagegen, aber Dornengestrüpp und so weiter. Und euer Garten überwuchert mit Dingen, die ihr gar nicht wollt, was andere da reingepflanzt haben. Das sind Suggestionen. Und wer pflanzt da alles rein? Also Freunde, Familie, Medien, alles Mögliche. Das sind alles Suggestionen. Also wir leben in einer hochsuggestiven Welt. Wir sind dauernd, man könnte sagen, bombardiert mit Suggestionen. Das ist eigentlich der Normalzustand.
Aber jetzt clever zu sein und sich das mal anzugucken, was passiert da eigentlich in meinem Garten? Wer hat mir da diese blöden Brennnesseln reingeworfen? Also die wuchern hier wie verrückt. Oder Dornengestrüpp, das ist vielleicht ein ganz altes. Hat vielleicht die Oma oder der Opa schon gepflanzt? Ja, systemisch. Wollen wir das noch länger ertragen, dass da so ein halber Dornenbusch wächst, wo man sich dauernd dran verletzt? Das wären dann ja, sogenannte systemische Verstrickungen, vielleicht symbolisch gesehen. Also ihr seid die Meister eures Gartens, eures Unterbewusstseins. Ihr wisst es bloß noch nicht. Also einige wissen es schon, weil sie die Ausbildung haben. Aber mir geht es nicht nur darum, dass wir hypnotherapeutische Techniken mit dem Klienten anwenden, sondern dass ihr als Coaches wisst, wie der Garten des Unterbewusstseins richtig zu bestellen ist. Mit richtig meine ich so, wie ihr das wollt. Das ist richtig, also stimmig für euch. Ob ihr, was weiß ich, Fußballspieler werden wollt oder wir hatten eben das schöne Beispiel von dir. Das eine hat dir keinen Spaß gemacht beruflich, okay? Hast du halt gewechselt. Hast andere Pflänzchen in deinem Garten bewässert und gepflegt. Und ja, das Ergebnis kommt. Okay? Also je nachdem, wie ihr euch um euren Garten auch kümmert. Manche setzen da einmal die Sämereien rein und gucken dann nie wieder und gießen nicht. Ja, dann kommt eine Trockenperiode, ist alles futsch. Kann man wieder von vorne anfangen. Und man muss auch dauernd so diese, ich weiß, es gibt das Wort Unkräuter nicht, ich nehme es jetzt mal trotzdem als Symbol oder als Metapher, diese Unkräuter, die da vom Winde verweht immer reinfliegen und dann wuchert das und das will man gar nicht haben. Ja, das ist wichtig, eigentlich kontinuierlich den Garten zu pflegen und das, was man da nicht drin haben will, wieder rauszuschmeißen. Suggestionen von anderen. Ich mache mal ein Beispiel, Antifaltencreme, Werbung. Ja, nur mal so ein Beispiel. Das, wenn ihr Fernsehen guckt, ich gucke schon lange keins mehr, das ist Dauerhypnose. Besser geht's nicht. Mit Bildern, mit Emotionen, noch Musik dahinter. Fehlen nur noch die Düfte beim Fernsehen. Dann wäre es die perfekte Hypnose. Ihr setzt euch davor, wir wissen aus der Forschung, innerhalb weniger Sekunden seid ihr im Alpha-Zustand. Das heißt, das geht durch. Der innere Kritiker ist abgeschaltet. Und das glaubt man dann möglicherweise noch alles, was da kommt. Also man braucht die Versicherung, um zu überleben. Die muss man kaufen. Exakt die. Das sind alles diese Kräuter, diese Körnchen oder Pflanzen, Unkräuter, ich sag's mal so, die in euren Garten geworfen werden. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wann habt ihr das letzte Mal selber gegärtnert? Außer bei eurem Klienten oder eurer Klientin. Und das machen wir heute Nachmittag. Dass ihr euch euren Garten mal ganz genau anguckt, was wollt ihr da wirklich pflanzen? Also dafür ist das Modul 4 auch nochmal ganz wichtig. Ein ganzes Modul dafür. Wie teile ich meinen Garten auf? Wie pflanze ich überhaupt? Wie macht man das? Handschuh an, Gießkanne und so weiter. Also die ganz praktischen Sachen. Heute geht es erstmal darum, ja, was passiert da mit meinem Garten? Was passiert da? Was ist da überhaupt drin und so? Okay. Ja, Coaching kommt. Jetzt kommt so der trockene Teil ein bisschen. Selbstmanagement nach Frederik Kanfer. Prinzip der Selbstregulierung. Ist vom Grunde her schon ein älteres Konzept. Es ist ein Prozessmodell, das heißt, es erlaubt immer Maßschneiderung und individuelles Vorgehen. Gell, es ist nicht irgendwie von der Stange. Es soll die Selbstwirksamkeit steigern, also es geht immer darum, den Klienten zum Experten zu machen, in die Aktivität zu bringen. Und ja, wir sind auf Augenhöhe, Coach-Klient-Beziehung ist wesentlich, um die Veränderung zu erleichtern. Und Selbststeuerung heißt eigentlich, den Klienten durch Würdigung, Feedback, Ressourcenaktivierung und auch möglicherweise ein entsprechendes Training in die Lage zu versetzen, sich selbst zu organisieren. Tja, 5 Grundsätze fürs Coaching. Das sind so die wesentlichsten. Es gibt natürlich noch mehr, aber das sind so die Basics. Alles ist sinnvoll. Für jedes Verhalten, für jedes Symptom gibt es immer eine positive Absicht. Das ist in der Hypnosystemik, man könnte sagen, unser Glaubenssatz, weil es steht ja nirgendwo bewiesen, aber es funktioniert. Und wenn etwas funktioniert, freue ich mich immer und sage, okay, machen wir. Zweitens, der Coach sollte das Leiden achtungsvoll würdigen, bevor er in die Lösungsarbeit geht, weil ansonsten haben wir Widerstände. Es geht da vor allem auch um Bindung, um diesen Rapport zum Klienten, den aufzubauen. Drittens, wir holen den Klienten in seiner Welt ab. Das heißt, wenn der bestimmte Metaphern hat, mit denen er schon spricht oder arbeitet
oder eine bestimmte Sprache, dann gehe ich quasi in seine Welt rein, um ihn irgendwann an einem guten Punkt da abzuholen und seine Perspektive zu erweitern. Ja, wir bringen Unterschiede in Muster. Also wir verändern Elemente des Problemnetzwerkes. Das werden wir in M7 ganz gezielt machen. Zum Beispiel Atmung, Gestik, Mimik, innere Sätze, mit Humor arbeiten, in einem Raum von Leichtigkeit arbeiten. Und dadurch bringen wir das Muster in Bewegung. Manchmal reicht es, ein Element zu verändern. Wie ich mit dieser Klientin durch Lachen. Also es war eigentlich nicht mal Humor, es war einfach nur peinlich. Das sind immer die besten Lachkrämpfe, gell? Und durch das Lachen hat sich ihr Muster komplett verändert. Kraftvolle Steuer erleben, initialisieren ist eigentlich das Gleiche. Selbstwirksamkeit, Selbstwirksamkeit und nochmal Selbstwirksamkeit. Der Klient wird zum Regisseur, zur Regisseurin ihres Veränderungsprozesses, ihres Transformationsprozesses. Und das ist auch cool für uns, weil wir können uns zurücklehnen und eine Tasse Tee trinken und freuen uns über das, was der Klient uns da präsentiert. Also ist manchmal wirklich Gänsehaut, gell? Dass man denkt, wow, toll. Ja, den Erickson kennen einige von euch, nur ganz kurz. Ich finde es immer wichtig, meine Lehrer zu nennen, also einfach, weil die Großes geleistet haben, ich darauf aufbauen darf und ja, freue mich darüber, dass ich nicht das Rad neu erfinden muss quasi. Milton Erickson nutzte schon, ja, wann war es, 1950 fing es an, 1960, Wissen über die Wirkung von Trance, Suggestionen. Der arbeitete mit veränderten Bewusstseinszuständen, um Heil-, Such- und Lernprozesse zu aktivieren. Er sah Trance als veränderten, tief entspannten Bewusstseinszustand und Tor zum Unterbewusstsein. Und er sagte auch, und das finde ich ganz wichtig, dass Trance ein ganz natürlicher Zustand ist. Oder Prozess. Für mich ist es eher ein Prozess. Weil viele denken so, oh, du hast Hypnose gelernt. Kannst du mich jetzt wegbeamen? Oder sowas. Dann erkläre ich erstmal, du, das ist was ganz Natürliches. Das ist überhaupt nichts Besonderes. Du hast diesen Zustand etwa 6-mal am Tag, sagt die Wissenschaft. So im Schnitt. Und zwar zum Beispiel, wenn wir morgens so eine Kaffeetasse rühren. Und wir wissen im Moment gar nicht mehr, wo wir waren. Und plötzlich zuckt man zusammen und denkt, oh, schon ist er kalt. Gell? Oder Autobahn fahren ist gefährlich. Wenn so die weißen Streifen einem nur noch entgegenfliegen, sollte man aufpassen, weil es ist Trance. Gell? Da seid ihr gedanklich in einer Trance und ihr seid woanders, nicht mehr beim Autofahren. Jede Hypnose ist immer nur in Anführungszeichen, eine Selbsthypnose, eine Anleitung zur Selbsthypnose. Das ist der Satz, den ich jedem Klienten sage. Außer die wissen das schon. Ich mache hier keine Hypnose. Ich leite dich an, das selber zu machen. Du wirst zum Experten. Das ist immer eine Selbsthypnose. Du entscheidest das immer selber für dich. Du weißt hinterher mehr als vorher. Aber ich mache nichts irgendwie mit dir, sondern ich leite dich nur an. Das ist eigentlich so auch das Wesentliche in der Hypnosystemik, dass wir auf gar keinen Fall übergriffig sind in das System des Klienten mit einer Direktsuggestion. Das wäre so der Albtraum. Hineingreifen. Also dem, was Direktes anbieten, ein direktes Bild. Du bist jetzt, du fühlst dich wie auf einem Floß im Ozean und entspannst dich, wirst immer leichter, leichter. Ja, der hat vielleicht schon mal Schiffbruch erlitten. Und so kann man auch eine Panikattacke aktivieren. Also ist auch immer wichtig, eine saubere Anamnese vorher zu machen, damit man weiß, in welche Richtung soll es gehen. Ja, Selbstwirksamkeit habe ich schon gesagt. Klient hat immer die Regie über seinen Prozess und nichts anderes. Ja, ein Trancezustand, was ist das genau? Das ist eine vorübergehend geänderte Aufmerksamkeit. Meistens nicht mehr nach außen und viele Dinge, sondern nach innen. Wenn ich aber wirklich mal analysiere, wie Menschen so denken, was die mir so erzählt haben und auch ja von mir selber, dann muss ich sagen, wir sind eigentlich ziemlich oft in Tranceprozessen, in inneren Hamsterrädern, gell? Und das ist eigentlich das Kennzeichen für eine Trance. Nach innen gerichtete Aufmerksamkeit, manchmal kriegt man um sich herum gar nichts mehr mit. Und die Neuroforschung erklärt auch, warum das so ist. Es ist etwas völlig Natürliches, also nichts Besonderes vom Grunde her. Jeder kann das. Wenn ich höre, dass Klienten kommen und sagen, ja, Hypnose klappt bei mir nicht. Also ein, zwei Hypnotiseure haben mich weggeschickt, weil das geht nicht, ich habe dafür keine Begabung.
dann denke ich auch immer, okay, die zwei hatten keine Begabung, wahrscheinlich zu wenig Wissen, weil das ist im Gehirn eingebaut. Also wir verändern dauernd unsere Bewusstseinszustände, ob das jetzt ein Trancezustand ist oder ein erweiterter Bewusstseinszustand. Das ist auch steuerbar. Wir können das selber steuern lernen. Und natürlich haben wir über den Alltag verteilt dauernd diese Trancezustände. Gell? Also vielleicht nicht wie in einer Kaffeetasse rühren, so weit, aber in Hamsterrädern, dass wir in unseren inneren Hamsterrädern wie gedanklich in so einem Kreisverkehr sind und immer eine Runde fahren und das gar nicht mehr merken manchmal. Ja, es gibt unterschiedliche Trancetiefen. Das ist Modul 3, dass wir da wirklich ganz gezielt reingucken. Welche gibt es? Gibt mittlerweile sogar den sogenannten Gamma-Zustand. Das ist was ganz Spezielles. Alpha, Theta, Delta weiß man schon lange. Aber da gehe ich heute jetzt nicht weiter drauf ein. Das wäre, wie gesagt, Modul 3, wo wir da wirklich gucken, was passiert auch im Gehirn. Wie leite ich eine Hypnose ein? Trancezustände erkennen und so weiter. Wichtig ist, dass wir keine Therapieausbildung hier haben. Wir machen Coaching, das heißt, wir arbeiten offiziell mit, was auch immer das heißt, gesunden Menschen. Was ist ein psychisch gesunder Mensch? Also wir haben alle unsere Blockaden, unsere Ecken und Kanten. Ab wo ist es dann eine ICD-10-Diagnose, eine Flugangst zum Beispiel? Ab wann ist es eine ICD-10-Diagnose? Und ab wann ist es vielleicht eine natürliche Angst, weil der Mensch keine Flügel hat? Der muss dann in so ein Ding einsteigen. Könnte man nervös werden. Also, das ist eben die Frage, da muss jeder für sich selber entscheiden, ab wann delegiere ich an einen Psychiater oder an den Hausarzt. Also hier ist auch wirklich Kompetenz gefragt, im Sinne von, das wird mir zu viel, das ist mir eine Nummer zu groß, ich gebe das ab. Das ist eine Coaching-Ausbildung. Das heißt offiziell normale Leute, was auch immer das bedeutet. Also ihr dürft gerne delegieren, ihr müsst nicht jeden Fall nehmen. Also gerade wenn psychiatrische Fälle kommen, zum Beispiel auch multiple Persönlichkeiten oder sowas, da würde ich tatsächlich raten, überweist kompetent an jemanden, der sich sowieso damit auskennt und damit gerne arbeitet. Oder jemanden mit Panikattacken oder was auch immer. Gell? Also wo klar ist, es ist wirklich eine psychiatrische Diagnose. Ja, Coaching ist eine Form persönlicher Begleitung. Der Coach ist wie so ein Feedbackgeber, wie so ein Prozessführer. Also wir führen quasi mit einem Geländer, was wir dem Klienten an die Hand geben, ist die Technik. Und wir gestalten für den Klienten einen Raum, ein Gewächshäuschen, in dem er sich entfalten kann, sein Unterbewusstsein auch entwickeln kann. Und das, ich sage immer, ist wie ein Gewächshäuschen. Das ist so die Haltung. Es geht um Selbstwirksamkeit. Coaching ist dafür gedacht, ja, jetzt zum Beispiel während der Corona-Krise, die letzten 2 Jahre, haben wir ganz, ganz viel Coachings gebraucht für Leute, die normalerweise nie gekommen wären, die einfach mit dieser schwierigen Situation nicht mehr klargekommen sind. Und dafür war es gut, dass wir eben Coaches haben, weil Psychotherapie ist ausgebucht. Gell? Da ist, glaube ich, nirgendwo mehr ein Plätzchen frei. Und von daher ist auch wichtig, dass wir möglichst viele Coaches ausbilden, die gelernt haben, in kurzer Zeit jemanden zu stabilisieren. Darum geht es. In einer Sitzung jemanden so zu stabilisieren, dass der hinterher nicht mehr sagt, ich springe von der Brücke. Sondern dass der sagt, hey, ich habe wieder Halt. Ich habe wieder eine Idee, wie es weitergehen kann. Ich habe zwar noch keine weitere Sitzung, muss noch ein bisschen warten, aber ich kann jetzt wieder warten. Ich bin stabil. Das ist der erste Schritt im Coaching. Und es ist so dermaßen sinnvoll, jemandem so das Leben zu retten, sage ich jetzt mal. Ja. Oder Leben retten zu können. Das muss der ja selber entscheiden. Ja. Psychotherapie, nur ganz kurz, da habe ich schon gesagt, ICD-10-Störungen, Depressionen, Ängste, Zwänge, psychosomatische Erkrankungen, obwohl ja, da kann man auch wunderbar mit Hypnosystemik arbeiten, aber es kommt immer drauf an. Also bei einer Borderline-Störung würde ich auch zum Beispiel dringend zu einer Überweisung raten, weil das könnt ihr nicht leisten. Das sind dann Leute, die Beziehungen einfordern, ja, Borderliner. Und da ist man als Coach überfordert. Ich habe zum Beispiel, alle 2 Monate gebe ich eine Sitzung raus für die Klienten. Das mache ich mit Absicht. Die sagen immer, wie, eher nicht. Und ich so, nee, warte mal ab, was dein geniales Unterbewusstsein jetzt alles produziert.
das warten wir ab, ganz gemütlich. Und dann gucken wir und setzen den nächsten Schritt, den nächsten Level drauf, sozusagen. Es klappt immer ganz gut, weil die Leute dann auch im inneren Suchprozess sind. Gell? Die suchen dann nach den Veränderungen. Dadurch produzieren sie sie natürlich. Also das sind alles Techniken, die wir auch anwenden. Und ja, Psychotherapie eben, ja, also wirklich Kompetenz heißt auch einen Fall abgeben, wo ihr das Gefühl habt, boah, das könnte jetzt eventuell Borderline sein. Ich merke, das wird mega anstrengend von der Beziehungsqualität. Das ist für Coaching nicht so gut geeignet. Ja, die innere Haltung ist wichtiger als die Techniken, sagen einige meiner Ausbilder. Ich sage, es ist gleich wichtig. Ich finde es gleich wichtig. Aber es ist eigentlich auch nicht so wichtig, was nun wichtiger ist. Problemtrancen überführen wir in Lösungstrancen. Und eine klassische Trance-Induktion, so nach dem Motto, setzen Sie sich bequem hin, wir beobachten jetzt mal Ihren Atem, dass ich da jemanden bespreche. Das habe ich eigentlich Jahre schon nicht mehr gemacht. Also außer ich leite eine Meditation an, das ist was anderes. Ich nenne es auch bewusst Meditation und nicht Hypnose, weil ich möchte, dass die Leute selber aktiv sind und nicht sich da so reinfallen lassen. Und was ich mache, ich nutze die Trance-Anleitung, Zeitprogression, all diese Techniken, die hier auch im Kurs dann vorgestellt werden, hauptsächlich für die Lösungstrance am Ende der Sitzung. Um wirklich eine tolle Lösungstrance, dass das Unterbewusstsein genau weiß, wo es langfahren soll, okay, wo es lang soll. Dafür nutze ich das. Es geht in der Hypnosystemik, auch in der Hypnotherapie, um das Erzeugen positiver Erwartungshaltung. Und dafür gibt es ganz viele tolle Formulierungen, die quasi auch fast schon formelhaft sind, okay, um die es auch geht, die ihr auch lernt. Ja, der Ozean an Möglichkeiten. Ich gucke gerade wegen der Pause, gell? Wir machen um 11 eine Pause. Unsere Wünsche sind Vorgefühle der Fähigkeiten, die in uns liegen, Vorboten desjenigen, was wir zu leisten imstande sein werden. Wir fühlen eine Sehnsucht nach dem, was wir im Stillen schon besitzen. Das ist Goethe. Das ist altes Wissen. Und ich finde, das passt fantastisch für hypnosystemisches Coaching, um diesen Ozean an Möglichkeiten nochmal in Worten zu beschreiben. Das ist ja eine bildliche Metapher, dass wir eben so viel mehr in uns haben und eigentlich unsere Lösungen, das alles schon in uns haben und einfach nur noch den Zugang dazu ermöglicht. Der Satz wird zu komplex. Also jemand muss uns den Zugang dazu ermöglichen und das ist der Coach. Ja, es geht um Werte, Würdigung, Respekt, Wertschätzung, Mitgefühl, Hilfsbereitschaft, Gesundheit, Nachhaltigkeit, Selbstbewusstsein. Es wird ganz viel morgen auch darum gehen, sich seiner selbst bewusster zu werden im Sinne von nicht high-nosed, sondern was ist mein Selbst überhaupt? Da habe ich dann meine antiken Psychologie geguckt, da gibt es ganz tolle Modelle. Die habe ich an der Uni nicht gelernt. Und in weiteren Ausbildungen nicht. Auch nicht. Es geht um Leichtigkeit und Humor, eben weil wir wissen, es wirkt. Kritikfähigkeit, Offenheit, Frieden. Peter Hein sagt immer, eigentlich müsste man immer ein Psychologe bei jeder Verhandlung in der Politik sein, weil Psychologen praktische Friedensarbeiter sind. Das fand ich so schön. Also wir sind tatsächlich diejenigen, die Frieden ins innere System des Klienten bringen. Warum sitzen wir nicht bei irgendwelchen, Kriegsverhandlungen mit dazwischen? Weil das wäre doch sinnvoll. Aber ja, die wollen ja Krieg und nicht, also lassen wir das Thema. Zum Wohle des Ganzen heißt, Win-Win-Win-Situationen erzeugen. Also wenn die Arbeit zu eurem Wohle ist, wenn ihr euch wohlfühlt, dann ist wahrscheinlich, dass sich auch der Klient wohlfühlt, also mit den entsprechenden Techniken und dem Wissen natürlich. Und dann hat es auch wieder möglicherweise mehr wohlige Auswirkungen. Also zum Wohle aller ist so das Grundprinzip, was dahinter steht. Ja, was wirkt überhaupt? Psychotherapieforschung, habe ich mich mal reingekniet ein bisschen, habe ein paar Studien rausgesucht, im Buch sind immer mehr.
Aber nur um zu sagen, es ist wirklich Konsens mit der Forschung. Wir haben die Wirksamkeit folgender Faktoren bei der inneren Neuorganisation des Klienten bestätigt. Und das ist nach Schipek und Grossmann. Dazu habt ihr, glaube ich, den Schipek habe ich euch kopiert. Den habt ihr als Kopie auch in euren Unterlagen. Die Authentizität des Coaches wirkt. Ihr selber wirkt. Deswegen ist Selbsterfahrung so wichtig. Arbeitsbeziehung, also die Fähigkeit, eine Bindung zu schaffen zu jemandem. Erwartungshaltung lenken, Hypnotherapie, da lernen wir das. Und die Selbstwirksamkeit des Klienten, also den immer wieder in die Selbstwirksamkeit bringen. Das ist eben sehr, sehr wichtig. Das ist das, was wirklich wirkt. Und beim Thema Authentizität müssen wir natürlich dran denken, wie authentisch kann ich sein? Ich kann jetzt nicht Füße auf den Tisch legen und es mir hier gemütlich machen und wie zu Hause sein, sondern ich muss immer gucken, welches Klientel habe ich. Wenn ich jetzt mit Management arbeite, müsste ich mich anders anziehen, ich müsste auch nochmal anders sprechen. Aber mit euch, das ist dann so Heimspiel quasi, kann ich so locker sein? Das kann ich nicht mit jedem Klientel. Ihr müsst immer gucken, sind es Jugendliche, da kann man dann vielleicht nochmal lockerer sein. Aber Authentizität heißt jetzt nicht Füße auf den Tisch und ich mache mal, wie ich will, sondern zwischen professioneller Maske und sich wirklich mit seinen Ecken und Kanten zeigen. Da gibt es immer, das ist wie so eine Waage, gell? Wie so ein Kunstgriff quasi manchmal auch, treffe ich den richtigen Ton. Ja, hier ist eine andere Studie von Essay und Lambert. Die haben sich darum gekümmert, was wirkt in Therapiesitzungen. Ich habe mich sehr geärgert darüber, über das Ergebnis zu Anfang, vor 5 Jahren, weil die haben herausgefunden, die eingesetzte Technik, 15%. Da habe ich mich geärgert, da habe ich gedacht, jetzt warte mal kurz, das ist wirklich wenig, sehr wenig. 15%. Das Auslösen einer positiven Erwartungshaltung und Placebo-Effekte. Dann haben wir hier 30% therapeutische Beziehungen, also die Kommunikationsfähigkeit, auch nonverbal. Ja, und 40%, Wunder was, macht der Klient alleine. Wir wissen nicht, was da läuft. Man nennt es außertherapeutische Ereignisse und Klientenvariablen, die wir nicht kennen. Irgendwie laufen da Prozesse, mit denen wir gar nichts zu tun haben. Ja, ich denke, wir machen jetzt eine Pause. Ich muss immer gucken von der Zeit. Und danach lade ich euch zu einer kleinen Meditation ein. Pause. 20 Minuten bis 11.20 Uhr. Kaffee, Gipfli, alles, was ihr braucht, ist da. Danke.